Simone Solger, das habe ich vorhin schon gesagt, ich wollte Sie immer schon mal kennenlernen und finde es super, dass Sie jetzt deshalb hierher kommen, dass wir uns immer in dieser Sendung kennenlernen können, weil ich habe so viel schon von Ihnen gesehen und habe Tränen gelacht, mich auf höchstem Maße mit Ihnen amüsiert. Sie als Kanzler-Soufflöse haben wirklich Ladies Night und wo Sie überall aufgetreten sind, einfach unsere Kanzlerin, glaube ich, gut durch die Zeit begleitet, um es mal so zu sagen. Ja, auf so einen Satz, wir schaffen das, da muss man erst mal kommen. Ja. Also das ist wirklich eine Leistung. Also wir waren ja über so einen Knopf im Ohr verbunden, ich als Soufflöse, und das war herausragend. Also das geht in die Geschichte ein und bin ich auch sehr stolz drauf. Ja. Und sagen Sie mal jetzt, wo ja... Olaf. Ja, ist es jetzt Olaf? Haben Sie sich da beworben? Nein, ich bin jetzt keine Soufflöse mehr, das habe ich mit Merkel abgebrochen, aber Olaf Scholz hat bei mir angerufen und gefragt, ob ich ihm soufflieren könnte. Er käme wohl ein bisschen dröge rüber und so habe ich gesagt, das kostet richtig viel Geld, Herr Scholz. Also das kostet richtig, wenn ich mir was einfallen lassen soll. Und da hat er gesagt, über Geld will ich nicht reden. Da habe ich gesagt, das kenne ich von Ihnen, Wirecard und so, das ist mir bekannt, dass Sie über Geld nicht sprechen wollen. Und dann habe ich gesagt, aber Sie können sich's überlegen, Herr Scholz. Wie gesagt, ich koste, ich sage, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Und dann gucke ich jetzt, war er doch jetzt in Washington bei Joe Biden und ich gucke mir das an, wie er da saß und dann ging es doch um die Sanktionen, Putin jetzt. Und da sagt ja Scholz, Sie haben es alle vielleicht gehört, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Ohne mich zu bezahlen, so sind Sozialdemokraten auch. Dann nimmt er sich den Satz einfach und haut den raus. Es liegen alle. Der Satz ist ein toller Satz nebenbei. Den kann man, also muss man sich merken, wenn mein Mann zum Beispiel zu Hause auch fragt, wer räumt denn jetzt einen Tisch ab, sage ich auch immer, es liegen alle Optionen auf dem Tisch. Oder ich sage, es ist eine europäische Lösung. Wir brauchen eine europäische Lösung. Das sind so Sätze, die da tauglich sind. Und es fehlt, also die wollen auch heute kein Geld mehr ausgeben für Souffleure. Ne, deshalb ist es auch dröge. Wir haben viel über Leidenschaft, habe ich gehört, gesprochen. Sie haben angefangen, Leidenschaft ging es im Beruf. Das vermisse ich eben so bei unseren Politikern. Also bei Olaf, man sieht die Leidenschaft einfach nicht. Der lachende Vagabund, sage ich immer, Olaf Scholz, weil er auch nie antwortet auf Fragen. Er antwortet nie. Er ist ein bisschen so wie der Hund von meiner Freundin Silke. Die fragt immer, wo ist er denn? Wo ist der Große? Wo ist er? Der Hund hat noch nie geantwortet. Der wedelt immer mit dem Schwanz. Und so ist Olaf. Der lächelt. Der lächelt. Also, er lächelt nochmal. Er sollte lieber mit dem Schwanz wedeln, das wäre spannender. Jetzt wählen wir, am Sonntag ist die Wahl vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Also der heißt zufällig so wie der Alte. Es ist, gibt auch keine große Auswahl, es ist Frank-Walter Steinmeier. Und es fehlt die Leidenschaft mir von so einem Politiker. Also er steht nun da und, also Entschuldigung, viele mögen ihn ja, aber der sagt immer Sachen, die man in Glückskeksen findet, in chinesischen Glückskeksen, so Weisheiten gibt. Und ich weiß nicht, ob es auf diesem Planeten noch mal einen Menschen gibt, der auf Knopfdruck so viele Worthülsen ausstoßen kann. So viel. Dann habe ich mir überlegt, wenn der nach Hause geht, der kann auch wahrscheinlich nicht anders reden, wenn seine Frau im Bett sitzt und sagt, Frank-Walter, hast du Bock auf Sex? Ich mahne zur Besonnenheit. Die Welt wird danach eine andere sein. Ja, so, die können auch nicht mehr. Die können einfach nicht mehr. Mir fehlt die Leidenschaft. Das ist traurig. Wir schaffen das, würde auch. Söder ist anders. Du musst mich unterbrechen, wenn ich bei der weiß-blaue alten Taliban aus Bayern, das ist was anderes. Das ist ein Selbstdarsteller einfach. Man muss gucken, was hat der jetzt geliefert? Man weiß nicht, also wie so ein Wendehals. Ne? Wie lange muss der Wendehals einen Kopf drehen, bis es ihm das Genick bricht. Erst hat er wirklich ein Corona-Meister, wo man gesagt hat, Corona und die Maßnahmen immer härter und jetzt plötzlich will er bei der Impfpflicht, ne, für den, die im Pflegebereich arbeiten, plötzlich will er es nicht mehr. Es ist ein Selbstdarsteller. Es geht ihm um sich. Er ist sehr eitel. Und dann sage ich da, also, wenn ich Soufflöse wäre, würde ich sagen, Vorsicht, würde ich sagen, Markus, je größer der Pfau seinen Rat schlägt, desto besser sieht man seinen Arsch. Es geht um Stimmfang. Es ist so. Entschuldigung. Sag mal, was ist denn, wenn Annalena Baerbock dich darum bittet, sie ihr zu soufflieren? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Frau Baerbock braucht auch keine Soufflöse. Da ist es, ist es eine Frau. Und ich staune, dass sie so weit in unserem Land hochgekommen ist, einfach weil sie eine Frau ist. Da hat man bei den Grünen die eingebaute Vorfahrt. Das ist heute, Frau muss es nicht mehr machen. Das reicht bei den Grünen. Einfach Quote hoch und Frau. Brauche ich nicht soufflieren, braucht sie auch nicht. Das ist und was meinst du, weil wie jetzt ihre ganze große Reise, die ja jetzt von allen beäugt wird, wie findest du, macht sie sich? So wie erwartet eigentlich. Ja. Ich meine, sie hat schon dieser Winkelzug jetzt nicht da, sich da eine Frau an Land zu. Das Klima steht eben über allem. Ne? Also es ist
ein bisschen jetzt, was sie da gemacht hat, ist so wie, als wenn sich jetzt ein Verkehrsminister einen von Porsche holt. Das ist schon brisant. Aber wir werden doch Spaß. Man will ja eine Chance geben. Ich will ja nicht über alle draufhauen, immer auf Polit. Man soll denen eine Chance geben. Die Ampel ist am Starten und auch Frau Baerbock wird ihren Weg gehen. Wir werden das sehen. Es ist amüsant. Es ist für mich mein Mann. Ich lebe davon, dass die durch die Welt reisen oder nicht sagen, es macht mir Spaß, mein Beruf geworden. Na klar, aber ich meine, ich hab wirklich gedacht, mein Gott, Angela Merkel, wenn die Zeit jetzt vorbei ist, was macht denn deine Kanzlersoufflöse? Du sagst, du hast mehr zu tun als davor. Nein, ich bin keine Soufflöse mehr. Ich habe ja gedacht, ach, jetzt mit der Soufflöse irgendwann, es war eine schöne Idee, als Kabarettistin zu sagen, wie wäre das, wenn die alle mit dem Knopf im Ohr verbunden sind mit einem Souffleur und der sagt den im richtigen Moment bei Talkshows und so an, jetzt kürzer fassen oder jetzt einen Gag reinhauen oder jetzt nicht drauf antworten oder so. Und das fand ich eine schöne Idee und habe dann als Kanzlersoufflöse bei Gerhard Schröder angefangen. Dann kam die Merkel und hat gesagt, ob ich es nicht machen würde. Und dann irgendwie nach ein paar Jahren habe ich dann gedacht, ja, es ist auch ausgereizt. Es ging erst um das Soufflieren viel, zum Beispiel auch durch Hörfehler. In der Weltpolitik sind Sachen entstanden durch Hörfehler. Mein Onkel zum Beispiel hieß Gregor Niemand. Und das war der erste Souffleur von Walter Ulbricht zum Beispiel. Und der Ulbricht war schon alt und hat es nicht mehr so geschnallt und hatte so einen Knopf im Ohr und auch gezittert. Und dann hat mein Onkel Gregor Niemand ihm souffliert, dann nach Text, ich habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und der Ulbricht hat das nicht geschnallt und gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und so sind eben große Dinge in der Welt entstanden. Das war eine schöne Idee, aber es ist ausgereizt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, muss ja nicht Soufflöse sein. Es ist auch schön, als Kabarettistin steh du jetzt da mit deinem Programm. Du brauchst keine Fremdfigur oder Rolle mehr. Mach das jetzt als Simone Solger. Und das ist mein neuer Weg und das ist okay. Das macht viel Spaß, das ist super. Woher kommt denn dieses unglaubliche kabarettistische Talent? Ich kann das, also es gibt das, ich bin Schauspielerin, habe studiert in Leipzig 4 Jahre zu DDR-Zeiten und es ist eine saugute Ausbildung und nicht jeder, der Schauspieler ist, kann Kabarett und nicht jeder, der Kabarettist ist, kann auch gut schauspielern. Das ist ein Gefühl, eine Begabung irgendwie und man muss es lernen. Ich habe dann in der Pfeffermühle meine ersten Kabarettversuche, meine Gehversuche gemacht und dann hat mir ein Kollege gesagt, du darfst nicht Schauspieler sein, da ist keine Wand dazwischen. Du musst du sein, die Leute wollen dich fühlen. Mhm. Das ist nochmal was anderes und das habe ich erst nie geschnallt. Und dann habe ich kapiert, was man da machen muss. Und dass ich eine Neigung habe, kommt sicher auch durch meine Großmutter, die ein sehr komisches Talent, möchte ich sagen, hatte. Meine russische Oma, die hat immer sehr bildlich erzählt am Tisch beim Kaffeetrinken. Haben immer meine Eltern gesagt, geh doch spielen. Geh. Ich habe gesagt, nein, nein, ich will zuhören, weil die hat sehr dramatisch erzählt. Ja. Ne? Die hat also, wenn ich jetzt sage, ich sitze im Riverboot und Kim stellt mir Fragen und ich muss ein Stückchen Kuchen essen, der hat mir gar nicht so geschmeckt, aber es war ein schöner Abend, jetzt freue ich mich aufs Hotel. Hätte meine Oma erzählt, ey, shit, die hat geraucht, ja, 100 Zigaretten. 2 Schachtel Zigaretten, ist 104 geworden, nur in der Geschichte. Und dann hat sie immer geraucht und sehr schwer Luft geholt, weil das schon alles völlig zu war. Dann hätte sie gesagt, Mona, eins will ich dir sagen. Ich war im Riverboot, da hat eine Kim mich interviewt, nicht verwandt mit Kim hier in Ungarn, gar nicht. Ja? Also sie hat mir, da musste ich Kuchen, stell dir vor, einen Nusskuchen essen. Es war grausig, Mann, es war furchtbar. Es war eine nette Runde, sowas nicht. Aber ich freue mich auch, wenn ich jetzt ins Hotel komme. Sie hat das so bildlich ausgeschmückt. Und da habe ich an den Lippen gedacht, das gefällt mir, das ist so draufsetzen. Das ist so, und vielleicht habe ich dann irgendwie eine Neigung gespürt. Und sie hat auch später, habe ich immer gefragt, politisch, als ich sehr politisch wurde, habe ich gesagt, ja Oma, mit 104, wie siehst du die Politik? Und da hat sie dann gesagt, ich habe den Zaren erlebt, ich habe Hitler erlebt, ich habe Ulbricht erlebt, Honecker erlebt, Kohl erlebt, Schröder erlebt, die Merkel. Ich sage, und Oma, wer war die am liebsten? Egon Krenz, der war am kürzesten da. Super, Wahnsinn, musst du nicht machen. Das ist Stoff für das Programm. Das mit 104. 104. Und das war eine sehr starke Frau. Ja. Die musste nicht gendern. Die hat Schweinebraten gegessen wie die Sau. Die hat geraucht wie eine Verrückte. Die hat das Leben. Sie russische war einfach, Soldaten sie musste, mal in die Flucht geschlagen. Ja, dann haben in Aschersleben hatte sie dann ein Haus und dann haben die Russen da ein Waffenlager einbauen wollen und haben ihre Waffen stationieren wollen. Und dann hat sie hat nur eine Tochter. Das ist meine Mutter. Und dann hat sie gesagt,
gesagt, kommen Sie mal her. Hinter dieser Tür, da liegt meine Tochter, die hat Scharlach. Da liegt der Sohn, der hat Typhus. Da liegt ein Kind mit Mumps. Wollen Sie Ihren Soldaten das zumuten? Und fluchtartig haben Sie das Haus verlassen. Also sehr dramatisch. Also, wir haben in unserer Recherche darüber debattiert, ob Sie vielleicht, als Sie jung waren, ein Kind waren, was sehr schnell gelangweilt war, weil Sie so übersprudelnd waren, so wie Sie uns jetzt auch das präsentieren. Und wir haben ein Foto von Ihnen, da waren Sie Jungpionier in der ersten Klasse. Und alle, wenn Sie sich das mal angucken, alle schauen... Wir Jungpioniere lieben unsere... Deutsche Demokratische Republik steht da drauf. Ja, das auch. Aber vor allen Dingen, alle gucken in die Kamera oder nach vorne. Nur Sie nicht, da wo der Pfeil ist. Das sind natürlich Sie. Ich kann mich daran auch erinnern. Ich habe zu meiner Banknachbarin gesagt, nur guck doch nicht wie die ganzen Affen in die Kamera. Das ist doch fürchterlich hier hinter diesem Bild. Ich fand das furchtbar. Also nicht weil ich mutig war, sondern weil ich es blöd fand. Und die Lehrerin, ich glaube, die guckt auf Sie, weil die ist ein bisschen, die findet gar nicht so gut, dass Sie da nicht hingucken. Das ist aber eine sehr nette gewesen. Die hat mich viele, viele Jahre später, als ich in der Pfeffermühle aufgetreten bin in Leipzig, hat sie im Publikum gesessen. Auch war toll, war sehr rührend. Sie haben das gerade auch schon erwähnt, dass Sie ja eine Schauspielausbildung haben. Und das ist auch eine skurrile Geschichte, weil normalerweise sagen ja Eltern, also Kind, du lernst jetzt was Ordentliches. Ich will nicht so nachtreten. Du lernst was Ordentliches, du gehst jetzt nicht ins Showbusiness, du wirst beispielsweise Buchhändlerin. Buchhändler, finde ich, ist ein sehr ehrbarer Beruf. Bei ihm war es umgekehrt. Ich habe gar keine Lust, auf der Bühne zu stehen. Ich werde Buchhändlerin. Sie haben also quasi ihren Kind macht keine Sachen, hat meine Mutter gesagt. Werd Schauspieler, ja. Klar. Das ist unglaublich. Weil die Familie, weil sie alle Schauspieler sind. Meine Eltern und meine Tante und mein Onkel und die Cousine und alle waren am Theater. Und dann war das so klar, dass ich das auch werde. Ja. Und ich hatte darauf keine Lust. Ich war nicht das Kind, was Sie eben gesagt haben, sprühen. Ich war ein verklemmtes Kind. Ich war eigentlich sehr scheu und habe das albern gefunden, mich auf eine Bühne zu stellen und mich zu produzieren. Ich Aber fand dann kam es dann irgendwann, blöd. Ist es dann irgendwann doch durch? Und irgendwann habe ich gesagt, sagt mein Vater, du schaffst ja nicht mal eine Schauspielschule, selbst wenn du nicht mal das kriegst du auf die Reihe. Und ich habe gesagt, na klar, und bin dann zur Schauspielschule gegangen und dann waren wirklich Hunderte da, wie sie das auch beschrieben haben. Und dann habe ich da vorgesprochen, ganz naiv, mit zwei Zöpfchen, habe gesagt, ich heiße Simone, ich komme aus Leipzig und spreche keinen Dialekt. Dann habe ich schon mal alle gedacht. Dann habe ich was vorgesprochen. Und dann, und heute... Nach einer grandiosen Karriere, die Sie mal weiter fortsetzt, Kim hat es vorhin schon aufgezählt, beim Scheibenwischer als erste Ostdeutsche im Kabarett, da gab es den Ritterschlag. Heute haben Sie den Lockdown dazu genutzt für eine eigene Reihe und Sie empfangen Ihre Zuschauer im Bett auf YouTube. Ja. Das ist entstanden, dass wir nicht angestellten Schauspieler oder Kabarettisten, die wir nun selbstständig sind, durch Corona keine so gute Zeit hatten. Es war natürlich vieles zu und Lockdown und auch die Leute strömen ja bis heute nun nicht alle, wenn sie noch Maske und Test haben müssen und so unbedingt in den Raum. Da habe ich gedacht, was mache ich im Lockdown? Ich mache mal so auf YouTube, also es wird jetzt Zeit in meinem Alter, Influencerin zu werden und habe gedacht, jetzt fange ich damit an. Und es ist ein Tor nach draußen und das ist erfolgreich, es ist toll. Die Woche abgefrühstückt. Simone Solger auf YouTube unbedingt angucken.